Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch Medic rufen, denn ich muss diese kleine Midna jetzt dringend in Sicherheit bringen, beziehungsweise irgendwie wieder gesund machen. Seht mal, wie blass die aussieht. Überhaupt nicht cool. Ja, ich konnte euch das letzte Mal nicht mehr allzu lange von der Musik hier hören lassen, denn, naja, die eigentlichen Themen, an die man sich so ein bisschen erinnert, Midna-Thema und so weiter und so fort, die brauchen relativ lange, bis sie in der Musik auftauchen. Vielleicht finde ich ja irgendwo nochmal ein Remake oder die originale Aufnahme von dieser Musik, von dieser Melodie. Das würde ich euch fast gerne nochmal dranhängen. Wäre voll schön. Ach, Miezekätzchen, hallo. Ich hasse Regen, aber Regen habe ich einfach nicht mehr ausgehalten, Maus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute Nacht irgendwas passiert. Ja, ich auch. Meine kleine Midna. Hä? Oh, da hat er sogar Angst vor mir? Oh. Ach so, natürlich, ich bin ja ein Wolf. So, hä? Was ist denn hier los? Warum? Ah, keine Sorge, ich fresse nur Teile von euch. Nur die leckeren, zarten Teile. Das wird köstlich. Also, ich bin in der Lichtwelt, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ich bin in der Lichtwelt und, aber als Schattenwelt-Wolf und deswegen, Ja, ist schon gut, ich fresse euch alle. Ach, hier auch noch, ist das die gleiche Katze von eben? Schrecklich Regen. Da fällt das Treffen heute sicher aus, Maus. Okay. Ich will möglichst viele Leute verschrecken, bevor ich... Das ist schön. Schöne Musik, wirklich wahr. Also das gefällt mir richtig gut. So, ich gehe mal kurz hier durch. Ach, da sind noch mehr Katzen. Maus, schrecklich Regen. Ach so, das hatten wir schon. Du? Maus, dich habe ich hier in der Gegend noch nicht sehr oft gesehen. Nicht sehr oft gesehen. Wenn du etwas über diese Stadt erfahren willst, fragst du am besten Luise. Das ist die Katze, die bei Thelma wohnt. Okay. Wow, du bist wohl ein ganz harter Mautschmaus. Ich wette, von dir haben sogar die Menschen Angst. Ja, das stimmt, die haben voll Angst. Also wir probieren mal den direkten Weg, denn inzwischen glaube ich, wie die Katzen reden, dass der nicht funktionieren wird. Wir müssen wahrscheinlich erst zu der Katze bei Thelma oder Thelma gehen und die fragen, wie wir da reinkommen sollen. Oh, ein Knochen. Oh, lecker. Isst den mal. Fass den mal. Lecker. Ah, puh, geworfen. Okay. Hallo. Soll ich euch fressen? Wie die alle Angst vor einem einzelnen Wolf haben, ne? Die wissen doch gar nicht, was ich für ein Superwolf bin. Na gut. Also ich persönlich, ja? Also ich als Realperson. Wenn mich so ein Wolf bedrohen würde, ja? Dann würde ich einfach die Käfigtür zumachen. Mhm. So im Zoo meine ich jetzt. So, und jetzt, also Thelma ist ja, glaube ich, ich zeig's euch ganz kurz, hier unten drin. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal die beiden Wege ab, die, wo sie nicht sitzt, um einfach zu gucken, dass ich euch noch die Katzendialoge kurz vorstellen kann. Es gibt bestimmt auch das ein oder andere Hündchen. Hallo, Katzi. Hallo, ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt, deshalb suche ich eine Luise, die sich hier wohl gut auskennt. Weißt du vielleicht, wo ich das Wirtshaus finde, Mautzenmau? Okay, nee, weiß ich nicht. Doch, ich weiß es natürlich. Komm einfach hinter mir her. Wenn du möchtest. Machen die alle voll süß. Ich mag Katzen so gern. Ich möchte sie alle knuddeln. So. Huch. Jetzt bin ich hier versehentlich hingegangen. Also offenbar komme ich jetzt schon in einen neuen Bereich. Nee. Ja, doch. Also, ja, sie passt alles. So, hier kann ich noch rein. Hier gab es auch früher mal ganz viele Katzen. Sind alle weg. Warum? So. Ich muss sagen, ja, die Musik... Ich mag das. Es ist schon sehr stimmungsvoll. Ja, nicht schreien. Ich rede doch nur mit deinem Brot. Ach nee, das ist ein Fräuschen, kein Brot. Quack. Normalerweise lebe ich in den unterirdischen Gängen, aber quack, quack. Heute ist das Wetter so gut. Quack. Da muss ich einfach raus. Ja, man sollte das Wetter nutzen, solange es da ist. Wenn keins mehr da ist, ist dunkel. Quack. Warst du schon einmal unter der Stadt? Quack, quack. Unglaublich, wie viel Platz dort ist. Quack, quack, quack. Die unterirdischen Gänge haben die Soldaten von Hyrule als Fluchtweg gebaut. Quack, 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 quack. Du findest sie überall in der, unter der Stadt. Quack. Okay, jetzt. Ich muss mich also unten unter der Stadt durchquaken, um in das Schloss reinzukommen. So, das ist nur der Ausgang. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz den Gang hier abchecken für weitere Katzengespräche. Aber meine Fresse, der Bösewicht, der hat ja wirklich ganz schön Power. Der hat ja echt ganz schön Kraft. Ich hätte ihn ja gerne verprügelt, wenigstens mal ausprobiert. Das Ding da auf deinem Rücken. Ist mit dem alles klar, Mau? Bei dem Zucherkind hast du es doch auch so gemacht, Mau. Geh doch einfach zu Thelma ins Wirtshaus, Mau. Ja, die erkennen mich sofort wieder als Link, auch wenn ich die Wolfsgestalt habe.
Die Tiere finde ich sehr sympathisch. Die finde ich sehr viel sympathischer in dem Spiel als die ganzen menschlichen Charaktere. Die sind alle so ein bisschen, die menschlichen Charaktere sind alle so ein bisschen über, so oben drüber. So ein bisschen überzogen. Und die Tiere, die mag ich. Die sind ehrlich, die sind nett, die sind hilfreich. Die sind schon klasse. Schum, schum. Okay, hier ist das Wirtshaus. Wir gehen einfach mal rein. Was? Ein Wolf? Verschwinde, los! Pff, aua, Mann. Bitsch. Tür zugemacht. Achso, jetzt muss ich hier... Jetzt muss ich hier quasi unterirdisch rein, oder was? Nee, doch nicht. Warte! Achso, das ist eine Katze. Nee, die... Ach, das ist die! Oh, die mag ich. Die ist super cool. Die hat eine andere Stimme. Du bist T-Rex, oder? Du riechst nach Hunde. Naja. War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Oh, schon wieder mit Verletzten unterwegs? Ist das so eine Art Hobby von dir? Bitte. Achso, das ist die Midna. Bitte. Wir müssen... Prinzessin Zelda... Kommt hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in das Kellergewölbe des Schlosses. Das ist allerdings ein alter Weg. Führt sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Okay, das machen wir. Ich möchte noch mal kurz mit dir reden, du bist nämlich eine Nette. Hallo. Wolltest du nicht so schnell wie möglich zum Schloss? Steig einfach durch das Fenster und folge dem Weg ins Innere. Bist du etwa zu schwer? Kannst du nicht so springen, wie du gerne willst? Dann überleg dir einen anderen Weg. Vielleicht hilft dir etwas Schieberei ja weiter. Okay, ja, okay. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Ja, ja, gut. Okay, hier schön hoch. Und jetzt aufsteigen. Aufsteigen. Sehr schön. Also, ich nehme mal an, dass es jetzt mehrere Schieberätsel da drin geben wird, wenn das schon so anfängt. Aber das soll mich nicht stören. Schieberätsel sind nicht die schlimmsten. Oh ja, ist das der dicke Gorone? Der nicht weiter wollte? Oder ist das das Kind? Nee, das ist der Dicke, glaube ich. Na gut, wir machen erstmal... Oh. Ich glaube, das war falsch. Was ist das für ein Geräusch? Okay, also ich sollte nicht so viel kaputt machen. Ich will das kaputt runterschubsen. So, bisschen so. Entschuldigung. Was? Ein Wolf? Verschwinde, los! Entschuldigung, ich wollte es nochmal ausprobieren. Okay, also wir dürfen hier nichts kaputt machen. Wir müssen ganz doll aufpassen, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Und wir sollten uns beeilen, damit Midna nicht allzu viel abbekommt. Also damit die auch überlebt. Die ist ja ganz schön geschwächt. So. Also inzwischen glaube ich nicht mehr, dass Midna wirklich was Böses vorhat. Ich glaube aber immer noch, dass sie die Königin des Schattenreichs eigentlich ist. Und, oder Prinzessin, irgendwie sowas in der Richtung. Ah, okay, und ich muss hier Sneak-Action machen und nicht erwischt werden. Okay. Okay. Uiuiui, das wird ja ganz schön eng. Und dass wir deswegen... Oh, guckt der? Ich hoffe nicht. Ah, lauschen kann ich aber. Tipp. Dieses Monster auf der Brücke. Man erzählt sich, das hat ein Bekannter von Thelma erledigt. War das etwa dieser Q-Rex, der Thelma und ihre Bekannte nach Kakariko begleitet hat? Dass es in Hyrule noch solche Kerle gibt, ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein... Der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Man erzählt sich, er kommt aus einem kleinen Dorf in Latoan. Ach, das ist die eine, die geredet hatte, war eine Frau. Du weißt doch, wer die große Stadt nicht kennt, der kennt auch keine Angst. Okay, na gut. Alles klar. Hätte ich dem Goronen auch zuhören können? Na gut, dann habe ich das jetzt leider verpasst, der Rast. Oder kann ich... Lass mal los, kann ich auch noch runter? Ach, ich will es lieber nicht riskieren. Am Ende sieht er mich noch. So, dann gehen wir mal hier durch.
Am Ende erkennt er mich noch und dann sagt er, hey, ich mach Goronen-Match aus dir, Wolfsmatch. So. Oh, da ist eine von den Lampen. Aha, und jetzt wird mir verraten, wie ich die töten kann, richtig? Schön. Gut, gehen wir mal hier runter. Zuerst gehen wir zu dir. Du bist ein Diamantheimer. Nee, Goldheimer bist du nur. Mit ein bisschen Smaragd dran. Aber dieser Geist. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Du da, Kleifer, tu doch was. Mach, dass dieser Geist verschwindet. Ach so, du bist gar nicht... Ich wusste jetzt gar nicht, dass der geredet hat. Okay. Na, swim. Hä? Okay, noch geht's nicht. Okay, wie mache ich das, dass der Geist verschwindet? Ach so, vielleicht mit dem Gespür. Oh, ah, haha. Habe ich ganz vergessen, dass ich das ja auch noch kann. Okay, ein kleiner Sensenmann. Oh, und ich kann den Fangstoß auch als Wolf einsetzen. Das ist cool. Du hältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Ich höre auch sein Herz noch pochen. Na gut, alles klar. Okay, ich konnte den besiegen. Also der hat wahrscheinlich eine andere Stimme, eher sowas Schwächliches. Oh, danke, dass du den Geist besiegt hast, Kleffer. Ich darf dich doch so nennen, oder? Nein, darfst du nicht. Mich nennt man Giovanni. Aber seit ich Geld brauche und brauchte, um meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Na ja, gut. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Und mein Krater. Mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf. Und es ist genauso, er ist genauso starr wie ich. Ach stimmt, das ist... ich dachte, das wäre ein Turban. Oh Mann. Meine Bitte an dich, Clever. Kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf, okay? Alles klar, sehr nett von dir. Gib mir noch einen Gegenstand oder was? Achso, schade. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Kratzenplatz. Ich mach da irgendwie immer noch so ein R rein. Am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hierher zu kommen, okay? Alles klar, mach ich. So, vielen Dank für den Weg. Dann müssen wir jetzt wohl hier einfach rein, ha? Mehr scheint es hier nicht zu geben. Tschüss. Nein. Wolfmatch. So. Oh, da rutsche ich aber jetzt weit. Ha, dachtest du dir so? Ja, mit dem kämpft sich's wirklich immer noch viel leichter als mit Link. Macht aber nichts. Wir kommen schon klar. Stimmt's, lieber Wolf? Was sind das denn für... Ach so, das sind nur schwimmende Ratten, wa? Denn dieser Angriffssprung vom Wolf ist einfach viel besser als der Angriffssprung vom Link. Und dafür muss ich nicht schütteln. Das fühlt sich einfach angenehmer an. So, brauchen wir ein Gespür, um weiterzukommen? Ja, wahrscheinlich. Darunter? Oder kann der Wolf tauchen eigentlich? Nee, kann er nicht. Er kann... Nee, kann er nicht. So. Okay, njam, njam, njam. Du bist eine leckere Ratte, aber jetzt bist du eine tote Ratte. Was hältst du davon? Ich weiß gerade nicht so recht weiter. Erstmal muss ich das Gespür ausmachen. Ach so, hier ist ja... Das habe ich gar nicht gesehen. So, alles klar. Und durchgeschwemmt. Ich hoffe, hier gibt es nichts, was ich unbedingt finden muss auf dem Weg nach unten, was ich jetzt übersehen habe. So, wir haben immerhin eine kleine Karte. Das ist schon mal nett. Deswegen wissen wir, dass wir hier zur Seite gehen können, ohne viel zu verpassen. Ja, okay, da scheint nichts zu sein. Ich sehe zumindest jetzt erstmal nichts. Okay, hier ist auch nichts. Vielleicht kann ich... Moment, ich muss mal ganz kurz ins Wasser gucken. Das sah kurz so aus, als wäre da was. Nee, ich glaube doch nicht. Tschüpp. Oh, okay, alles klar. Komm her, greif an. Achso, ich muss jetzt zuerst angreifen. Stimmt, ist ja bei euch so. Ihr seid ja keine richtigen Skulltulas. Ihr seid nur Loose-Tulas. Ich nehme Schädelchen mit. Die mag ich sehr gerne. So, und das machen wir hier. Oh. Greif mal an. Okay, du zuerst. Mann. Okay, du musst dich erst ein bisschen anheben, stimmt's? So, da liegen Stöckchen. Ich schätze mal, wir können einfach wieder hier anmachen. Stimmt's? Hä? Hä? Hallo? Ah ja, jetzt geht's. Das wird bald verbrennen hier, das Ding. Ah, sehr schön. So, sehr schön. Ja, so kämpft sich natürlich kinderleicht. Hier liegen noch ganz viele Stöckchen. Was ist das hier für eine Wand? Die sieht aus, als könnte man sie sprengen.
Vielleicht kann ich hier später nochmal als Link rein, könnte alles sein. Aber erstmal denke ich, dass ich diese Fackeln hier anzünden muss. Wie viele sind es? 2 sehe ich gerade noch. Okay. Und wir gehen mal hier entlang. Wir können jetzt nicht mehr rennen, weil wir das ja sonst werfen würden bei dem Versuch. Okay, hier ist bestimmt noch eine, die ich jetzt gerade nicht sehe. Vielleicht hier irgendwo. Nee, keine um die Ecke. Erstmal kurz suchen. Ich versuche mal, ob ich hier hochgehen kann. Ah ja, kann ich. Ah ja, da gibt es noch ein Spinnennetz, das ich kaputt brennen kann. Kann ich hier auch hoch? Nee. Dann gehen wir erstmal mit dem Stöckchen das Spinnennetz hoch. Also zum Spinnennetz hoch, nicht das Spinnennetz hoch, weil wir sind ja keine Spinne. So. Alles klar. Ich hoffe, du kannst da hochklettern. Oh, beide Seiten brennen. Ist das cool. Und yeah. Verbrannt. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich eine Fackel haben, die wir wieder anzünden können. Sonst bringt uns das Stöckchen nicht mehr so viel. Oh, nein. Alles kaputt. Na gut. Als Strafe werde ich euch alle töten. Und dich übrigens auch, du Heimer. Ja. Ich glaube, ich mache einen Fangstoß. Wie wäre das? Huch, ging nicht mehr. War zu lahm. Klein lahm Arsch. So. Der ist tot. Und das hat mir Spaß gemacht. Trampel. Okay, genug Geld habe ich leider schon. Spurt kann ich machen. Tja. So. Alles klar. Ah, du Blödheimer. So, Fangstoß bitte. Eben ging das noch bei einem Gegner. Aber irgendwie bei dem ging es gerade nicht. Also der Wolf kann das, aber er reagiert nicht immer so ganz darauf. Und ich schätze mal, hier kann ich graben. Das sieht sehr danach aus. Aber ich brauche zuerst den Schädel hier. Dankeschön. Ja, ja da, wir müssen ihn wegwerfen. Wühlen! Achso, wir müssen da... Wühlen! Gut, dass die Mittner nicht stecken bleibt. Die sitzt hier eigentlich nur drauf, aber die scheint eine gute Klebkraft zu haben. So, und jetzt... Ah, Trap Rattentime! Oh yeah. Ach, der eine ist gar nicht getroffen worden. Hab ich gar nicht gesehen. So. Alles klar. Ups. Ja, genau. Aus dem Ding wieder raus. Ist das das, wo wir schon mal waren? Sieht auf jeden Fall genauso aus. Nur mit ein bisschen mehr Wasser, weil es halt geregnet hat, nehme ich an. Ja, klar, das mit. Au! Au! Du Heimer. So. Wo ist denn jetzt mein Fangstoß? Na gut, machen wir es halt wirklich so. Das ist das bestimmt, aber komme ich denn jetzt hoch ohne Midnas Power? Und schwamm! Oh, bin runtergeplitzelt. Ich hoffe, du ertrinkst hier. Ja, tust du. So. Ich bin schon ein großer Held, ne? Wenn ich wie hier die Frauen alle rette und so. Ich finde das total nett von mir. So. So, ich fürchte aber, ich muss gleich den Part schon wieder beenden. So geht's natürlich auch. Sind hier mehr Seile als das letzte Mal? Ich glaube ja, ne? Weil ich eben keine Mittnerkraft habe, nehme ich an. So, schön hier hoch. Immer schön die Seile entlang. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das brauche ich gar nicht zu nehmen. Ich habe gerade einen Wauen gehört. Hat da ein Bello gebellt? Ich fand es schön, dass ich die Knochen mit aufnehmen durfte. Okay. Ich glaube, ich werde mich jetzt neben dich stellen und warten, bis du wieder aufstehst und dann schubse ich dich runter. Oh, oder auch nicht. Bams. Uiuiui. Hätte mich fast in den Abgrund geschubst. Das ist ein ganz schön weiter Weg hier. Gut, dass das kein Bogenschütze ist. So, ich versuche, den hier runter zu schubsen. Tja, ja. So geht es. Okay, dich kann ich nicht. Doch, ich kann dich runterschubsen. Pass mal auf. Tram. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh. Idiota. Idiota. Oh, ah. Aua. Die sind echt gefährlich. Denn die zielen wirklich sehr genau. Okay. Aber einmal nah genug dran, sind die natürlich auch keine Herausforderung für ein wahres Wölfchen. So. Ich dachte gerade schon, es ging jetzt ganz nach unten wieder. Irgendwas hat mir die Tür aufgemacht.
So, liebe Leute, aber ich fürchte, bevor ich das mache, muss ich diesen Part jetzt erst einmal beenden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaut das nächste Mal wieder rein und findet heraus, ob ich Midna retten kann oder ob das Spiel jetzt gleich vorbei ist. Ich würde euch so gerne winken, aber ich kann nicht, denn meine Arme haben ihre Schattenkraft verloren. Voll schade. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis dann.